Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist Montag und ich möchte heute wirklich so einen richtig produktiven Unitag machen. Also ich hänge jetzt schon länger an dem Modul mobile Medien und möchte das endlich mal fertig kriegen, jetzt am besten diese Woche noch. In den letzten Wochen war bei mir irgendwie sowohl privat als auch beruflich so viel los, dass ich immer nur ganz kurz Zeit hatte, mich da mal ranzusetzen. Also mal hier eine Stunde, mal da zwei Stunden. Und bei dieser Fachpräsentation, die ich für dieses Modul vorbereiten muss, ist es irgendwie so, dass ich immer erstmal so eine Weile brauche, um da überhaupt wieder reinzufinden, und dementsprechend, wenn man immer nur so kleckerweise arbeitet, kam ich einfach nicht voran. Und ich habe jetzt gedacht, okay, jetzt ist Schluss, jetzt setzt du dich wirklich mal einen Tag von früh bis abends daran und guckst mal, wie weit du da kommst. Ich werde jetzt erstmal so eine Art To-Do-Liste schreiben mit allen Punkten, die es noch zu machen gilt für diese Fachpräsentation, und mir dann auch so ein bisschen planen, wann ich was machen möchte, beziehungsweise vor allem auch, was ich heute schaffen möchte. Ich kann euch generell total ans Herz legen, wenn ihr jetzt solche großen, projektartige Uni-Aufgaben macht, wie Präsentationen, Hausarbeiten, Fallstudien und so weiter, dass ihr euch das in ganz kleine Aufgabenbereiche runterbrecht, weil sonst wirkt das im Kopf wie so eine große, unmachbare Aufgabe. Und wenn man aber das runtergebrochen hat in kleinere Teilaufgaben, die halt, also wo einfach die Hürde geringer ist, dann setzt man sich auch eher mal ran, weil man sich so denkt, okay, dann mache ich jetzt halt erstmal diese eine kleine Teilaufgabe und nicht, also geht man mit einem anderen Mindset ran, als wenn man sich jetzt ransetzt und sagt, okay, ich arbeite jetzt halt in meiner Hausarbeit weiter oder in meiner Präsentation und komme da wahrscheinlich einfach nur so ein ganz kleines Stück voran. Und außerdem ist es auch einfach immer ein gutes Gefühl, so kleine Sachen abzuhaken, die man schon geschafft hat. Deswegen machen wir das jetzt. Hier seht ihr jetzt mal das Ergebnis der letzten halben Stunde. Ich habe mir das mal alles übersichtlich in der App bzw. Seite Craft aufgeschrieben. Also das ist an sich eine ähnliche Oberfläche wie Notion, bloß deutlich, ja, abgespeckt, sage ich mal. Also man kann hier zum Beispiel auch solche Unterseiten erstellen und ein paar andere Dinge hinzufügen, aber es ist nicht so kompliziert wie Notion, weil ich wirklich einfach bei Gott nicht mit Notion zurechtkomme. Also ich weiß, voll viele lieben das, aber ja, it's not for me. Und ja, ich hatte mir jetzt hier einmal drei Unterseiten erstellt, einmal für die Aufgabenstellung, für die Gliederung und für mein Skript, also das, was ich dann quasi sprechen möchte in der Präsentation. Hier oben habe ich noch meine Präsentation einmal verlinkt, das ist jetzt nicht der komplette Link, damit ihr da nicht drauf zugreifen könnt. Also einfach der Canva-Link. Und dann habe ich mir jetzt hier eine sehr strukturierte To-Do-Liste geschrieben, also mit wirklich sehr kleinen Unterpunkten auch. Heute möchte ich auf jeden Fall die Einleitung schreiben. Also ich hatte jetzt nochmal geguckt. Ich hatte eigentlich schon eine Einleitung geschrieben, aber da fehlen so ein paar Punkte. Das muss ich jetzt heute alles noch machen. Dann muss ich noch eine Folie zu gestalterischen Besonderheiten von Social Media hinzufügen. Also das hatte ich jetzt vergessen. Und ich möchte heute mein Skript und meine Präsentation bis zu so einem bestimmten Punkt halt fertig machen. Und hier unten habe ich dann nochmal alles aufgeschrieben, was ich noch machen muss, bis ich halt die Präsentation abgeben bzw. halten kann. Also da sind auch noch einige Sachen zu tun, aber ich finde, jetzt, wo es halt alles nochmal so aufgeschrieben ist und so einzelne Punkte zum Abhaken sind, fällt mir das irgendwie deutlich leichter, da auch mal so reinzustarten, weil man weiß, okay, ich setze mich jetzt eben erstmal nur so an einen Punkt und mache das erstmal fertig und dann, ja, geht's weiter mit dem nächsten. Und man hat nicht mehr so diese Mammutaufgabe. Mittlerweile ist es jetzt 14.40 Uhr und ich habe jetzt schon einige Punkte von der Liste abgearbeitet. Muss aber sagen, dass ich jetzt langsam richtig in diesem Mittagstief drin bin, oder besser gesagt Nachmittagstief. Deswegen hatte ich jetzt erstmal kurz Pause gemacht, was gegessen. Werde mich jetzt auch nochmal kurz ein bisschen ausruhen und danach weiterarbeiten. Und ich wollte euch noch kurz einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich jetzt heute endlich mal wieder Fokusmusik auch abgespielt, während ich gearbeitet habe. Also ich habe das früher immer gemacht und dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, und jetzt hatte ich gedacht, ich probiere das einfach mal wieder, und das hat voll gut funktioniert, weil immer, wenn ich irgendwie was auf den Ohren habe, also entweder so Fokusmusik, ich kann euch da gerne so ein paar Sachen mal in der Infobox verlinken, oder auch einfach dieses Brown Noise, das finde ich auch total cool, dann sind meine Gedanken irgendwie klarer und ich lasse mich nicht so leicht ablenken. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you.
Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Es ist jetzt 18.45 Uhr und ich habe es tatsächlich schon geschafft. Ich bin mega happy, dass ich so ein gutes Stück vorangekommen bin heute. Also ich habe jetzt echt gedacht, dass ich schon auch noch länger sitze, aber die To-Do-List ist abgearbeitet und ich habe jetzt gedacht, machst du noch ein bisschen länger oder machst du einen entspannten Abend? Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich heute auch versuchen möchte, mal wieder früher ins Bett zu gehen. Also ich hatte jetzt irgendwie, ich habe das glaube ich schon im letzten Video gesagt, ich hatte die letzten Tage immer so ein bisschen Schlafprobleme und konnte immer lange nicht einschlafen, bin dann früh wieder aufgewacht. Ich muss heute echt mal gucken, dass ich am besten so vor 22 Uhr ins Bett komme und dann schön morgen bis so 37 oder so schlafen kann, damit ich mal so ein bisschen Schlaf nachhole. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch Abendessen machen und dann lasse ich mir eine richtig schöne Wanne ein. Oh mein Gott, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Also das war so meine Motivation heute, den ganzen Tag durchzuziehen, weil ich mir gesagt habe, wenn du dann fertig bist, machst du dir heute Abend ein richtig schönes Bad. Und das kann ich euch auch empfehlen. Also egal, was das jetzt ist, es muss echt nur was ganz Kleines sein, was man sich so am Ende des Tages platziert, wo man so ein bisschen darauf hinarbeitet. Also das hilft wirklich, am Tag die Motivation zu behalten. Ich habe mir jetzt Abendessen gemacht. Also das ist der gleiche Salat bzw. die gleiche Ziegenkäse-Bowl, die ich auch in der letzten Abendroutine gezeigt habe. Also hier unten drunter ist so ein Salatmix. Da habe ich ein bisschen Balsamico-Essig drüber gegeben. Dann habe ich hier Couscous drauf, den ich mit Gemüsebrühe gewürzt habe. Dann Ziegenfrischkäse, Tomaten, Walnüsse, Cranberries und ein bisschen Honig oben drüber.